Für viele ist das eigene Kind die Erfüllung des größten Traums im Leben. Ja, doch leider kann es die Schwangerschaft auch mit sich bringen, dass der Körper danach nicht mehr derselbe ist. Manche fühlen sich darin nicht mehr so wohl und für diese Frauen bietet Dr. Annette Kleinschmidt, erfahrene Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie und Chirurgie aus Berlin, ein sogenanntes Mommy Makeover an. Das Mommy Makeover ist ein Eingriff, wo mehrere chirurgische Prozeduren individuell kombiniert werden. Es können entweder bei der Brust Brustverkleinerung sein, Bruststraffung oder Brustvergrößerung mit Straffung. Zum anderen gehören bei den Baucheingriffen Liposuktionen dazu, Korrekturen am Unterbauch bzw. der Kaiserschnittnarben oder tatsächlich auch große Bauchdeckenstraffungen, also Fettschürzenentfernungen mit Nabelversatz und Rekonstruktion der Rektusdiastase oder halt auch die Korrektur von Dehnungsstreifen, die entsprechend nach den Schwangerschaften das ästhetische Bild der Frauen stören. In der Nachsorge kümmern wir uns natürlich auch darum, dass die Narben perfekt und schön werden und schließen im Verlauf dieser einjährigen Nachsorge auch eine Laserbehandlung an. Frau Dr. Kleinschmidt weist darauf hin, dass ein solcher Eingriff nur erfolgen sollte, wenn Frau sich dauerhaft nicht wohl im eigenen Körper fühlt und nicht etwa aus einer postnatalen Momentaufnahme heraus. Wie jede andere OP auch, ist das natürlich auch mit gewissen Risiken verbunden. Zu den Risiken gehören Thrombose, Embolie, Wundheilungsstörung, Blutung, Nachblutung, kleine Sensibilitätsstörung. Das muss dem Patienten vorher gesagt werden, aber natürlich kümmert man sich im Rahmen eines intensiven Nachsorgeprogramms auch, dass solche Problematiken nicht entstehen. Und in der Regel laufen diese ganzen Eingriffe problemlos durch. Ja, und die meisten Eingriffe, die können sogar ambulant durchgeführt werden. Patientinnen wie Margot Sater freuen sich danach über ein völlig neues Lebensgefühl. Den ersten Kommentar, den ich von Margot Sater gehört habe, nachdem er sich gesehen hat, dass sie sagte, ich kaufe mir jetzt erstmal einen schönen neuen Bikini und ich fühle mich jetzt wieder richtig wohl und sexy. Der Vorteil einer Kombination der verschiedenen Eingriffe als Mommy Makeover liegt auf der Hand. Es ist so nur eine Operation verbunden mit einer Nachsorgezeit. Die Frauen sind wieder schnell im Beruf und sind wieder schnell für ihre Familie zu Hause. Und auch die Ausfallzeit danach ist, wie gesagt, auf einmal reduziert. Und was auch noch sehr nett ist, dass der Preis durch die Kombination der Prozeduren sich auch noch reduziert. Natürlich ist das Mommy Makeover nicht für alle etwas, aber für Dr. Annette Kleinschmidt ist es ganz einfach wichtig, dass sie eine Wahl haben. Ich denke, es gibt Frauen, für die ist es wahnsinnig wichtig, tatsächlich, dass die Hülle stimmt und das, womit sie sich schon so lange beschäftigen und plagen, dass das wieder dahin kommt, wo es vielleicht vor den Schwangerschaften oder früher war, um sich einfach wohl zu fühlen, sicher zu fühlen, ein schönes Lebensgefühl zu haben. Und es gibt Frauen, die sagen, ich brauche das nicht für mein Selbstwertgefühl und auch das ist okay. Ich denke einfach, heutzutage, wir leben im Jahr 2020, jeder hat die Wahl. Und jede Frau darf sich selbst entscheiden. Alle Informationen und den Kontakt zu Dr. Annette Kleinschmidt finden Sie auf docure.de.